Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Hey! Diggi, ich muss dir direkt mal was erzählen. Ne? Ihr wisst ja, wir nehmen immer zwei Episoden back nacheinander auf. Und wir hatten gerade eine kleine Pause und ich habe mein altes Sofa abholen lassen. Das kennst du vielleicht noch, Felix. Mhm. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. Warte, ist es aus seinem Zimmer oder ist es aus dem Studio, aus meinem Sofa? Klappsofa, dieses Schlafsofa, wo genau, du mal einen Überzug für gekauft hast. Okay. Nein, noch älter. Oh. Wo du, als du damals mit Ellie in Ostfriesland gepennt hast, drauf geschlafen hast. Mein altes Sofa aus meinem Kinderzimmer. Genau. Irgendwie. Ja, es war tatsächlich das erste Sofa, wo ich meine ersten YouTube-Videos drauf gedreht habe. Als ich noch bei meinen Eltern zu Hause YouTube gemacht habe. Und das stand jetzt hier in der Halle, weil die das loswerden wollten und wir uns dachten, hier ist eh viel Platz. Aber es hat doch ein bisschen genervt, weil wir die Ecke da jetzt umgestalten wollen und es war auch schon ziemlich mitgenommen. Und dementsprechend, um auf die Pointe zu kommen, wir wollten das jetzt abholen lassen. Wir haben das bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken reingestellt und das wird man dann immer relativ schnell los. Auf jeden Fall haben wir es gerade rausgestellt, weil die Frau das abholen wollte. Und was passiert? Es steht literally 5 Minuten draußen und der Vermieter fährt drüber. Wie, er fährt drüber? Ja, also das Sofa hat so 2 Teile. Es ist ein Schlafsofa, das hat so einmal dieses Sitzbereich, da wäre man schon ziemlich dumm, wenn man drüber fährt. Aber es gibt dann noch so ein ausziehbares Bett, Lattenrost, weißt du? Und das haben wir schon mal für den Transport abgebaut und davor gestellt. Und der Vermieter, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das hat mich gerade, ich denke mir so, ey, was geht denn bei dem? So, der muss irgendwie in Hektik gewesen sein oder so, ist losgefahren irgendwo hin mit seinem Auto. Und der hat wohl eine größere Wendeaktion hier auf der Auffahrt gemacht und ist einfach komplett auf dieses Lattenrost gefahren. Und davon sind halt so mehrere Bretter dann durchgebrochen in diesem Lattenrost. Also der ist da richtig mit dem Reifen drauf über so ein paar Bretter von diesem Lattenrost. Und das Beste kommt noch, Digi. Das Beste kommt noch. Okay, er ist einfach weitergefahren. Ach, er hat nicht Bescheid gegeben oder so? Nee, der ist einfach weitergefahren. Oh nein. Und es sind wirklich so mehrere Latten durchgebrochen und ich denke mir so, wie kann man das nicht merken? Woher weißt du, dass das mit dem Auto drüber gefahren ist? Sind da so Reifenspuren auf dem Lattenrost oder wie? Ja, wir haben's gehört, es hat so einen Knall gemacht und dann sind wir hin und dann habe ich ihn noch vom Hof fahren sehen und dachte mir nur so, Digga, was geht denn bei dir? Also das finde ich wirklich nicht korrekt. Also das, man kann mir auch nicht erzählen, dass man das nicht mitkriegt, dass man auf ein Lattenrost drauf fährt und dann da mehrere von diesen Dingern kaputt geht. Ist ja auch schon ein bisschen älter, oder nicht? Vielleicht hat das wirklich. Ja, das stimmt schon, aber Digga, das kriegst du auch mit, wenn du älter bist. Okay. Ja, gut. Vielleicht hast du recht. Das Ding ist, mir ist tatsächlich eine ähnliche Story passiert. Vorgestern. Als ob. Ja, es ist, also was heißt ähnlich, aber ich bin auch beim Parken wogegen gefahren und zwar mit dem Tesla. Bin beim Umparken gegen ein Auto gefahren, das da geparkt hat. Also ich habe das so hinten, bin so dagegen geballert und der Grund, warum die Situation ähnlich ist, ich habe es auch nicht gemerkt. Ich bin wirklich rückwärts relativ kraftvoll gegen das Auto gefahren, was hinter mir geparkt hat, und dann weggefahren, der Grund, warum ich es nicht gemerkt habe, war der, weil ich halt in Rückwärtsgang war und dann in den Vorwärtsgang geschaltet habe, um wieder vorwärts zu fahren. Und beim Tesla ist es so, der bounced so ein bisschen, weißt du, du kannst halt während das Auto noch rückwärts rollt, schon in den Vorwärtsgang gehen und wenn du dann das Gas drückst, dann ist der erste Effekt, den das Gasdrücken hat, dass das Rückwärtsrollen beendet wird und dann schießt du halt langsam nach vorne, also wie an so einem Gummiband quasi, weil du schon den Vorwärtsgang schaltest, während du noch rückwärts rollst. Und ich habe halt diesen Bounce-Back-Moment genau an der Stelle gehabt, wo das Auto gefahren ist. Das heißt, ich habe den Widerstand von dem Auto, gegen das ich gefahren bin, gar nicht gespürt. Weil ich bin halt so dagegen und direkt wieder vorwärts. Und ja, okay. Ich kann es gleich noch erzählen bei Was ging die Woche?
Der Grund, warum wir da waren, war, weil wir uns Folierungsmöglichkeiten für unsere Autos angeschaut haben, bei der ganzen Klick. Und dann bin ich mit dem Folierer um das Auto gelaufen und er sagt auf einmal, naja, aber hier hinten ist schon ordentlich zerkratzt. Und ich so, wo? Und er zeigt mir so hinten an meinem Auto so einen fetten Kratzer. Und ich so, den habe ich noch nie gesehen. Geh näher dran, sehe, dass halt komplett frisch ist, weißt du, da war der Lack noch so pulverisiert an dem Bumper dran. Und dann meint der, also das muss gerade eben erst passiert sein. Selbst wenn du über die Autobahn fährst, hängt danach das Farbpulver nicht mehr am Kratzer. Allein vom Wind wird es weggeblasen. Das muss jetzt die letzten Minuten passiert sein. Und ich direkt so in Verteidigungsmodus, wo? Wer ist gegen mein Auto gefahren? Welcher Wichser war das? Okay, ich guck jetzt mal in meine Dashcam-Footage vom Tesla rein, um den Schuldigen zu finden. Guck in die Dashcam-Footage und find diese Aufnahme, wie ich beim Ausparken maximal asozial. Das war so ein Scoot. Oder Octavia RS gegen den ich da dran bin. Und ich dachte mir so, oh nein, ich bin der Schuldige. Und dann bin ich zurückgelaufen, das war da um die Ecke. Ich habe halt um die Ecke geparkt und dann habe ich umgeparkt. Und dann habe ich geschaut, das Auto stand noch da. Der Octavia hatte zum Glück nur einen kleinen Kratzer. Aber dann habe ich halt einfach überall da geklingelt. Das waren so im Industriegebiet bei den Büros, die da halt in der Nähe waren, und habe dann recht schnell den Besitzer gefunden, mit dem alles geklärt. Kümmern sich jetzt die Versicherungen drum, dass das alles in Ordnung gebracht wird. Aber ja, war für mich auch ein First. Also ich bin auch, habe auch noch nie beim Umparken ein fremdes Auto beschädigt. Hat sich scheiße angefühlt, also hat keinen Bock gemacht. Ja, also ich kann das verstehen, aber du musst dir vorstellen, jetzt in unserer Situation, es ist seine Auffahrt, er fährt jeden Tag auf diese Auffahrt. Er weiß genau, was auf dieser Auffahrt, es lag mitten auf der Auffahrt. Und er ist auch nicht wogegen gefahren, er ist wo drauf gefahren. Das merkt man, kannst du mir nicht erzählen. Ja, vor allem, wenn diese Lattenroste noch brechen. Ich meine, er muss ja mit dem Reifen von einem Lattenrost zum nächsten, das muss ja so knack, knack, knack. Wir haben das ja hier drinnen gehört. So, und da, also wenn du das nicht mitkriegst, dann solltest du auch keinen Führerschein mehr haben. Echt. Statements. Nächste Woche, darum hat mich mein Vermieter aus der Wohnung, aus dem Studio geworfen. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu. Was ging die Woche? Der Grund, warum ich den Jingle jetzt schon zum zweiten Mal singe, ist, hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass er ihn vermisst. Einzig und alleine schon deswegen, weil ich dich dann mit dem Sound nerven kann. Dem. Ja. Jetzt hast du mich schon zweimal genervt. Okay. Aber es, weißt du, was das Positive an diesem Tag ist? Die Leute, die das so verabgeholt haben, haben es trotzdem mitgenommen. Die so, auf eBay Kleinanzeigen stand aber kaum Gebrauchsspuren. über unser Sofa ist ein Auto rübergefahren. Ganz neu. Gönn dir. Nee. Aber hast du mir erzählt, was passiert ist? Ja, fand das war wirklich lustig. Ja, die waren 3 Minuten, also die haben ihn noch ausparken gesehen. Die haben quasi auf der Straße gewartet, dass er aus der Ausfahrt rausfährt und sind danach draufgefahren. Also wären sie 5 Minuten früher gekommen, hätten sie ein heiles Auto abgeholt. Stell dir vor, du kommst da so an, denkst dir so, oh geil, erstmal das neue Bett abholen. Du siehst es schon da und dann vor deinen Augen knacks, klirr, peng, kabauts. Und er fährt einfach Fahrerflucht begangen. Naja. Ja. Nee, also es tut mir, also auch wenn er das jetzt hört, ich muss sagen, ich find's nicht korrekt. Find's nicht korrekt. Es ist auch nicht korrekt. Ja. Ich find's auch nicht korrekt. Muss man jetzt mal so sagen. Genau. Alles klar. Okay, aber ja, dann lass uns jetzt zu den anderen Themen kommen. Ich habe nämlich noch ein anderes deprimierendes Thema. Ich habe einen sehr dummen Unfall gemacht. Schau mal, full circle. Erst fährt einer über den Lattenrost. Dann fahre ich irgendwo dagegen, jetzt hast du auch noch einen Unfall gehabt. Genau, aber also jetzt kein Autounfall, nichts im Straßenverkehr. Aber du hast ja beim letzten Mal über deine Pfützengeschichte erzählt, dass du so richtig dumm dich... Ist mittlerweile eigentlich schon ganz gut verheilt wieder, also mein Arm goes back to normal. Ja, genau, bei mir ist das jetzt eine ähnliche Story, aber mit meinem Daumen. Denn ich habe den richtig, ich sag's dir Felix, richtig übel aufgeschnitten. Ist er noch dran? Ja, siehst du ja, er ist noch dran. Aber es ist halt echt. Also die Schnittwunde ist, würde ich sagen, 2 Zentimeter lang. Oha, also lang ist das eine, wie tief ist sie denn? Ja, also es hat schon ordentlich gespritzt über eine sehr lange Zeit. Aber nicht
das Blut ist da nicht rausgelaufen. Nee, nee, das ist gespritzt. Du hast eine Wasserschlacht mit deinem Daumen gewinnen können. Diggi, ich sag dir, es war wirklich absolut suboptimal, wie das Ganze gelaufen ist. Denn meine Freundin hat gerade ein Problem mit ihrem Auto. Mhm. Ich glaube, die Batterie ist irgendwie leer gegangen. Sie hat so einen Mitsubishi Space da und der lässt sich einfach nicht mehr öffnen und schließen. Und wir dachten erst, die Batterie von der Fernbedienung ist leer. Aber haben dann so peu à peu gemerkt, es muss wahrscheinlich wohl die Batterie sein. So, und deswegen war sie unten in der Tiefgarage beim Auto, um zu checken, was man da machen kann. Mhm. Und ich wir hatten gerade gegessen und ich war oben so am Aufräumen, weißt du, so Küchentisch aufräumen, dies, das, die Sachen wegräumen. Und wir hatten noch eine Dose da stehen von Kidneybohnen. Mhm. Die habe ich mir halt mit so auf den Wrap gemacht. Und weißt du, ich bin bei solchen Dosen einfach der Ultra-Allmann. Also nicht nur bei Dosen, aber so generell. Auf jeden Fall habe ich so einen Tick, wenn ich so eine dreckige Dose habe, ja, muss die als erstes ausgespült werden, bevor man sie in den Müll schmeißt, weißt du? Mhm. Und dann muss ich sie so klein wie möglich zusammendrücken, dass sie halt im Müll nicht so viel Platz wegnimmt. Ich weiß nicht, ob du da relaten kannst. Es gibt absolut locker Leute, die das aber erzähl weiter. Ich hasse das, wenn man in Müll auch so ein Tetrapack reinballert. Das kannst du einfach nicht bringen. Das muss zusammengedrückt werden vorher. Ja, da habe ich auch immer Stress mit Ellie mit, weil ich bin gerne der Typ, der so ein Tetrapack absolut lazy zusammenfaltet. So einmal in der Mitte ein bisschen von der Luft raus, ja, passt schon rein da. Also das geht echt nicht. Also so komplett aufgeblasen, klar, ist komplett lost. Also da ein bisschen Luft muss da schon raus, aber sonderlich sorgfältig mache ich das nicht. Aber das ist ja bei Dosen nun mal das gleiche Konzept. Die nehmen ja auch dumm Platz ja, weg. Ja, aber da hätte ich Angst, mich zu verletzen, ehrlich gesagt. Ja, also das muss ich dir sagen, ist eine berechtigte Angst. Weil ich bin dann auf dem Weg zum Mülleimer gewesen. Ich hatte sie erst natürlich feinsäuberlich ausgewaschen. Und dann auf dem Weg wollte ich sie so nebenbei, um die höchstmögliche Effizienz zu haben, weil ich halt den Weg direkt mitnehmen wollte, ne, habe ich sie auf dem Weg zum Mülleimer in meiner Hand zerdrücken wollen und bin dabei aber mit meiner nassen Hand vom Waschbecken noch so richtig schön abgerutscht und so richtig schön in die Öffnung rein und habe mich dann so mega daran geschnitten und das Blut ist so unnormal gespritzt. Ich war ja auch gerade am Laufen, dass der ganze Boden voll war. So, und dann musste ich ganz schnell umdrehen, wieder zurück zum Waschbecken und dann die Wunde halt auswaschen unter den Wasserhahn. Dann war das Problem, es war nicht zum Abtrocknen da oder zum Blutungsstillen, ne? Und unsere, ja, war nicht da. Es war ja eine Küche, ist eine Küche. Ach so, das hat so neu gesplashed, du hast den Weg ins Bad, hättest du nicht geschafft. Nee, Digga, das wäre die ganze Wohnung voll gewesen. Richtiger Horrorfilm. Ja, und auf jeden Fall, also dadurch ist ja dann die Blutung nicht gestoppt, wenn du es unter das Wasser hältst. Es blutet ja weiter. Ja, ja. Es macht nur das ganze Wasser pink. Genau, und unsere Küche ist so aufgebaut, dass ich noch ziemlich weit zur Zewa-Rolle brauche. Und das heißt, und es war auch niemand zu Hause, deswegen hatte ich das mit meiner Freundin erzählt. Ich war ganz alleine. So. Und ich so, fuck. Und dann musste ich noch so zwei Schritte zu dieser Zewa-Rolle laufen mit dieser komplett blutenden Hand. Hab natürlich nochmal richtig schön alles voll gekleckert und hab dann die Zewa-Rolle bekommen und konnte dann so ganz, also so ganz langsam meine Blutung stoppen, indem ich es halt drauf gedrückt habe. Und dann habe ich so versucht, mit der anderen Hand dann zu meinem Smartphone zu kommen, um halt meiner Freundin Bescheid zu geben, sie soll verdammt nochmal hochkommen, um mir zu helfen. Und dann, genau in dem Moment, wo ich auf mein Smartphone gucke, ploppt so die Nachricht von meiner Freundin auf, Schatz, kannst du mir runterkommen, helfen? Und ich so, Digga. Und dann habe ich irgendwie so, komm doch selber hoch, hilf mal mir. Ja, dann habe ich es irgendwie geschafft, sie so anzurufen. Und dann ist sie hochgekommen und dann haben wir es geschafft, das alles so zu handeln und das Blut irgendwie wegzukriegen. Die frische Blutader, die du gerade durchtrennt hast, wieder geschlossen. Ja, und sie hat dann so, sie kommt halt so zur Tür rein, wirklich, es sieht aus wie bei so einem Tatort. So Blut auf dem Boden, halb durchgetreten, so richtig schlimm. Und ja, also ich bin relativ lucky bei der Geschichte jetzt doch gewesen, weil die Wunde nicht so mega aufklafft und deswegen jetzt nicht genäht werden musste. Aber das war jetzt schon so eine Wunde, wo ich dann mal bei der Notaufnahme angerufen habe und gefragt habe, ab wann muss man denn überhaupt sowas nähen lassen?
Mhm. Und ich hatte einmal eine Wunde, die genäht werden muss. Das war auch ein Schnitt. Das war dieses, die Story kennt ihr. Habe ich, glaube ich, schon mal im Crewcast erzählt. Muss nicht nochmal sein. Ja, es reicht auch jetzt erstmal an Blut-Stories. Also ich weiß nicht, ob ihr Blut hören könnt. Also sehen kann ich Blut nicht so gut. Deswegen war das auch nicht so eine geile Angelegenheit für mich. Aber hören ist was anderes. Richtig unpraktisch, wenn das Blut überall spritzt und du das eigentlich zum mal abdrücken müsstest. Und dann wirst du auch noch ohnmächtig, weil du so viel Blut nicht sehen kannst. Dann liegst du da und verblutest einfach. Ey, den Gedanken hatte ich dabei auch. So, echt? Wirklich? Ja. Warst du so kurz davor, unwichtig zu werden? Nein, war ich nicht. Aber ich habe mir so gedacht, weil es war schon sehr unangenehm. Es hat auch so übel gepocht und da kam so viel Blut und so. Und da habe ich gedacht, wenn du jetzt so überhaupt kein Blut abkannst und dann dabei unmächtig wirst, einfach verbluten. Klar, also ich meine, wenn du dir die Hauptpulsader durchschneidest, so ist ja einer der Wege, wie man Selbstmord begehen kann oder wie viele das dann auch machen, weil dann das läuft raus, du hast keine Chance. So, das Blut ist schneller weg, als du das wieder zusammen heilen könntest. Boah, Alter, lass aufhören, bitte. Gut, willkommen zum Kruselcast. Ja, natürlich auch mit K am Anfang. Nee, komm, machen wir mal eine Runde Autocast, oder? Ich habe nämlich ganz viele Auto-Stories zu erzählen die Woche. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich bin unter die Tuner gegangen. Ich fühle mich in letzter Zeit so, als würde ich Need for Speed in Real Life spielen. Ist aber richtig lustig. Macht extrem viel Spaß. Denn das große Projekt Tesla zum Raumschiff umbauen hat jetzt gestartet quasi bei mir. Ich kann ja schon mal im Crewcast, die Crewcast-Zuhörer sind natürlich die involviertesten Zuschauer, sage ich mal, da kann man auch schon mal ein paar Infos vorab droppen. Deswegen sage ich es euch jetzt mal direkt. Also mein Model 3 wird wahrscheinlich diesen Sommer nicht mehr ansatzweise so aussehen, wie es jetzt noch vor einem Monat getan hat. Denn es kommt tiefer. KW-Fahrwerk ist reingekommen. Erzähle ich gleich, wie das alles war. War eine super, super geile Aktion. Ich bekomme komplett neue Felgen, richtig breite Latschen hinten dran. Und wir machen eine Folierung. Und zwar eine Folierung, wenn alles klappt, und ich hoffe so sehr, dass es cool wird, eine Folierung, dass mein Auto danach aussehen wird wie ein Space Shuttle. No joke. Also wir wollen so NASA-Logos und so Elemente dran machen. Das wird super cool, hoffentlich. Was? Ja. Ich höre das gerade zum ersten Mal, Digga. Ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Hä? Ja, muss mal abwarten. Ich will auch noch keine Bilder zeigen oder so von Konzeptentwürfen, weil so Konzepte von Folierungen in so einem 2D-Programm sehen immer auf die eine Art und Weise aus. Wie es dann final aussieht, ist noch mal ein bisschen eine andere Sache. Aber ja, da das Auto ja so ein bisschen so ein Raumschiff ist, habe ich mir gedacht, machen wir doch mal wirklich ein Raumschiff draus. Alter, das ist ja mal ultra geil. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es ultra geil wird. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Weil das Ding ist, so eine Art von Folierung ist natürlich ein bisschen mutiger, als einfach zu sagen, ja, mach mal jetzt halt blau das Auto. So. Aber ich habe Bock da drauf, das mal auszuprobieren. Weil ich glaube, dass es vom Vibe halt einfach sehr gut passen könnte. So ein Tesla als Raumschiff, ich meine, why not? Und das Space Shuttle ist eh schwarz-weiß. Mein Auto ist auch schwarz-weiß. Ich habe super viele schwarze und weiße Elemente. Den weißen Innenraum zum Beispiel ja auch. Also, ja, könnte gut was werden. Alter, geil, dass du das schon gedroppt hast. Ja, komm, ich meine, unter den Crewcast-Zuhörern kann man das ja mal erzählen. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, das ist eine Sache in Planung. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Komm, machen wir das Folierungsthema, bevor wir fahren. Machen wir Fahrwerk nachher. Erzähle ich erst, wie es mit der Folierung ist, jetzt, wo wir schon so drin sind. Also, die Geschichte ist ungefähr die. Ich bin ja mit Jonah zusammen zu Erik gefahren. Erik ist ein Typ, der hauptsächlich auf Instagram bekannt ist, dafür, dass er seine Teslas sehr heftig tuned, Luftfahrwerk rein und so weiter und so fort. Und Jonah wollte sich halt mit dem treffen, um halt ein Video zu machen über sein Auto, und weil wir auch Videos produzieren wollten, wie wir bei uns in den Autos dann die Dachhimmel schwarz machen und so. Und da waren wir zusammen dort vor Ort und haben die Videos gedreht und auch hochgeladen. Dann hatte sich eine Folierung bei uns gemeldet,
per Mail quasi so, ey, wir haben gesehen, ihr fangt jetzt an, mehr in die Richtung Elektroauto und auch ein bisschen Tuning zu machen. Hättet ihr nicht Bock, dass wir eure Autos verlieren? Und ich hatte eigentlich schon den Gedanken abgeschrieben, mal mein Auto zu verlieren, weil es mir in Weiß eigentlich sehr gut gefällt. Aber hey, wenn ihr ein wirklich kompetenter Folierer anbietet, so, komm vorbei, wir machen das alles, ihr produziert ein cooles Video, wir machen euch die Folierung, so, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, Digitaldruck, transparente Folien und so weiter und so fort. Da, komm, da hat man Bock, das zu machen. Ja, das ist und klar. Jonas hat direkt gesagt, ja, ich bin dabei. Und Jonah hat, er will den Polestar folieren. Und Jonah so, ja, geil, ich foliere mein Auto auch. Da kannst du nicht derjenige sein, der sagt, ich lasse mein Auto weiß, Leute. Weiß ist die kostenlose Standardfarbe bei Tesla. Das reicht mir vollkommen aus. Da will ich nicht unbedingt mitkommen. Das sagt man dann natürlich nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme auch mit. Ich lasse mir auch irgendwas einfallen. Und diese Gedankenfindung, was ich dann genau mit meinem Auto mache, das hat dann tatsächlich ein Weilchen auch gedauert, weil am Anfang dachte ich mir so, okay, mache ich vielleicht wirklich einfach blau oder so, weil es schön aussieht und das Model 3 ja auch so ein minimalistisches Auto ist. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich mal auf dem Kanal von Stratman einen Ford GT gesehen habe, der wie ein Space Shuttle foliert war. Und er hat mir echt gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, vielleicht kann man sowas auch mit dem Tesla machen. Und dann waren wir jetzt halt tatsächlich gestern in Bremen bei der Folierung und haben dort so eine Lagebesprechung quasi gehabt. Also wir haben die Autos mitgebracht, haben uns angeguckt, wo kann man wie am besten Folie aufkleben, wie macht man das Design am besten und so. Ja, und wenn alles klappt, dann werde ich da demnächst, ich guck mal rein, Termin für die Folierung, wie wir jetzt ausgemacht hatten, war Mitte Mai. Ja, hoffen wir mal, dass bis dahin alles läuft, weil das ist jetzt halt so ein Ding. Ich habe Fotos von Space Shuttlen, die mir gefallen haben, von so Detailelementen und so mitgebracht. Wir haben so ein bisschen besprochen, wo man welche Elemente am besten wie drauf folieren könnte. Und jetzt muss sich da halt ein richtiger, erfahrener Designer dran setzen, der so Vektordateien erstellt, die man tatsächlich auf Folien drucken kann, die dann diese Space Shuttle-Elemente wieder aufnehmen. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Alter, aber Diggi, ich habe gerade versucht, das nebenbei zu googeln. Ford GT Space Shuttle, ich habe nichts gefunden. Ja, warte. Ich will eigentlich nicht jetzt hier mit dem Bild, weil das Ding ist, wie es im Endeffekt wird, das muss sich dann erst noch zeigen. Also, ich schick dir jetzt mal unter Vorbehalt, ich weiß, das ist jetzt gemein, Leute. Ich schick dir jetzt mal unter Vorbehalt ein Foto von diesem Ford GT, damit du es dir ungefähr vorstellen kannst, und unter noch viel größerem Vorbehalt ein ganz, ganz schlecht gefotoshopptes Bild auch vom Model 3, aber das ist wirklich, ich muss das in aller Deutlichkeit dazu sagen, dass alles andere als final, es fehlen noch eine Menge Elemente, es ist übelst schlecht gefotoshoppt, aber nur, dass du dir so grob vorstellen kannst, was ich damit meine. Digga, ich bin so aufgeregt, ich habe jetzt gerade das Bild vom Ford GT offen. Und wenn ich jetzt zur Seite wische, dann sehe ich dein Ja, ja, dein aber wirklich, Bild, mach dir nicht zu große Hoffnung. Das ist nicht, das ist nur, was ich so in 2 Sekunden zusammengebaut habe. Also ich finde das vom Ford GT schon echt ganz nice. Also ich hätte es mir krasser vorgestellt, dass man noch mehr mit noch mehr Elementen macht, aber ja, ich finde es schon nice. Das ist schon relativ dezent noch. Oh, ne? Aber überhype es jetzt nicht. Das ist wirklich ein ganz schlechtes Photoshop-Bild von meinem Auto. Okay, okay. Das ist ganz, ganz mies. Aber da fehlen auch noch ganz viele Elemente, die wir besprochen haben. Also wir sind nur, also das, wie gesagt, wart mal ab. Wart mal ab, bis das dann wirklich an dem Auto dran ist. Nee, aber ich fühle das voll. Also ich muss auch sagen, ich hab's jetzt gerade geöffnet und es sieht schon auch geil aus. Also ich verstehe schon, was du meinst. Ich will aber auch gar nicht mehr dazu sagen. Also okay, finde ich besser. Ich habe mich jetzt schon aus dem Fenster gelehnt. Ich bin ja gerne der Fan davon, Sachen erst dann anzukündigen, wenn sie wirklich laufen. Aber an der Stelle sage ich natürlich auch ganz ehrlich, müssen wir mal gucken, wie wir das Space Shuttle Design wirklich geil hinbekommen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es was wird und ich habe auch richtig Bock da drauf. Diggi, aber ich würde sagen, dann hau ich einfach auch noch was raus. Ja, geil, komm raus damit. Ich habe euch ja, ich weiß nicht, ob es im letzten oder vorletzten Crewcast war, schon von unserem Tesla-Projekt erzählt, ja? Mhm. Dass wir ein altes Model S halt sehr günstig eingekauft haben oder ein Freund von uns eher gesagt, mit dem wir so ein Videoprojekt jetzt gemeinsam machen und das halt so Stück für Stück mitfilmen, wie das halt wieder auf Vordermann gebracht wird und was man da alles so machen kann.
und das halt auch alles so kostentechnisch ja irgendwo festhalten, um mal zu gucken, wie das halt läuft, weil dieses Model S hat halt noch unbegrenzt Supercharging kostenlos. Das ist halt das Besondere daran. So, und jetzt gab es bei uns einen krassen Zwischenfall in dieser ganzen Geschichte, der tatsächlich nochmal dieses ganze Projekt einen krassen Twist gibt. Und zwar ist der Wagen, hatte der eine dicke Panne und musste jetzt abgeschleppt werden. Und wird bei Tesla repariert. Okay. So, das ist auch nochmal auf jeden Fall eine krasse Sache, weil jetzt so ein bisschen in der Schwebe steht, macht das denn überhaupt alles Sinn? Aber auf der anderen Seite ist es nochmal ein sehr interessanter Aspekt für das Video, weil man jetzt auch noch so ein bisschen die Service-Sachen von Tesla testen kann, wie das so abläuft, was das alles so kostet. Mhm. Gut, fairerweise muss man dazu sagen, ich glaube, ein uraltes Model S in Service zu geben, wird wohl teurer sein als ein neues Model 3. Allein von den Ersatzteilen her. So, die sind ja in kleineren Stückzahlen und auch älter, noch nicht so gut durchkonzipiert, die werden wohl teurer sein. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch eine ultra krasse Neuigkeit gewesen, die ich erst gestern gehört habe. Weil die Sache ist die, Es ist schon so ein Herzensprojekt von unserem Kollegen und es ist schon echt viel Cash für den gewesen. Und derzeit zu merken, weil man musste sowieso schon richtig viel da reinstecken in dieses Auto. Ich habe ja schon erzählt, es hat eine elendig lange Mängelliste gehabt, wo man jetzt sowieso schon noch viel Geld reinstecken muss. Und jetzt sowas noch on top zu bekommen, ist natürlich schon krass. Aber es gab heute schon das erste Telefonat mit dem Service Center und es kann sogar sein, dass dieser Unfall oder diese Panne, sage ich jetzt mal, es war ja kein Unfall, dass die sogar ganz geil, noch so ganz, ganz geile Auswirkungen hat, weil man jetzt auf Garantie noch ein paar Sachen gewechselt bekommt und wir wahrscheinlich auch die MCU austauschen können. Müssen wir mal gucken, wie das genau läuft. Und die MCU ist ja eh ein Rückruffall, oder? Der hat locker noch diesen alten Chip drin, der sich selber totschreibt. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das nicht der Fall. Das müsste bezahlt werden. Aber weil der Wagen eh schon in der Werkstatt ist, macht es dann Sinn, noch ein paar Sachen mitzumachen. Weil es dann insgesamt nicht. Schaut es nochmal nach. Es gibt ja zurzeit eh einen Rückruf beim Model S wegen der MCU. Also, die müssen rein technisch bei super vielen Model S kostenlos die MCUs tauschen. Ob dieses alte Model S davon auch betroffen ist, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Aber forscht das mal nach, weil es gibt aktuell eine Rückrufaktion, was diese MCUs angeht. Ja. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Wahrscheinlich liegt das Problem irgendwo an den Kabelsträngen. Mhm. Und da muss man jetzt mal gucken. Was ist denn passiert? Ist er einfach stehen geblieben, oder wie? So wie Jonas brandneuer Puls. Nee, also die Sache ist die, ich glaube, es war so, dass er morgens zum Auto gegangen ist und dann nicht mehr losfahren konnte, weil dann so eine Fehlermeldung aufgeploppt ist. Warte, ich kann die auch nochmal raussuchen, die Fehlermeldung. Mhm. Da habe ich nämlich ein Foto von. Auf jeden Fall auch, ich habe jetzt so Fotos bekommen, so wie der abgeschleppt wird, das ist immer so mega traurig. Oh. Genau, also die Fehlermeldung ist, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit reduziert, Neustart nicht möglich, Wartung ist erforderlich. Das klingt voll ungesund. Also ja, so arg viel ungesunder kann sowas nicht klingen. Aber gut, so ich bin gespannt. Wir drücken die Daumen für den Kollegen, dass das alles klappt und filmen fleißig weiter. Ja, also ich sag mal so, als wir in Norwegen in den Schneesturm geraten sind, dachten wir uns auch erst, fuck. Und dann dachten wir uns, eigentlich ist es voll geiler Content. Ja, also so macht die ganze Sache doch noch ein bisschen spannender. Und bei euch wird das genauso sein. Klar, so ein Tesla umbauen ist ein geiles Projekt und es ist Abfuck, wenn da auf einmal noch sowas passiert. Aber für Storytelling mega cool. Also ja, wenn ihr es schafft, den da noch rauszuziehen und dann ist es auch noch besser als vorher, das wäre richtig geil. Das wäre echt geil. Ich bin mal sehr gespannt. Drücken wir auf jeden Fall die Scheiße Daumen. Scheiße wäre natürlich, wenn er dann nie wieder rauskommt und ihr merkt, dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, dann bringt euch alles Storytelling der Welt nichts, dann ist es einfach scheiße. Ja, aber der Kollege, der das macht,
Der macht nebenbei auch noch solche Sachen wie Autos auseinanderbauen und die Einzelteile verkaufen. Also selbst wenn das passiert, kann man auch noch was Spannendes draus machen. Ja, gut. Mal gucken. Ja, gut. Hey, interessante Story. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht an eurer Front. Schick mir mal das Bild von dem Auto auf dem Abschleppwagen. Ich habe das Auto ja auch noch nie gesehen. Ich meine, es ist jetzt nicht der schönste Winkel wahrscheinlich von dem Ding. Aber komm, ich habe dir ein Bild von meinem Auto geschickt. Jetzt kannst du mir ein Bild von eurem Auto schicken. Naja, ich schick dir sogar ein Video. Aui! Aber ob es mir das Herz brechen wird, das wird sich gleich zeigen. Naja, oh, jetzt sehe ich nochmal die Bilder von der Folierung. Ich bin so gespannt, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. So, weil vielleicht, ich hoffe, dass das was. Ach, der ist rot sogar noch, wie schön. Mhm. Ich hoffe, dass das echt gut klappt mit der Folierung. Und ja, wenn ihr dann das finale Video seht, dann werdet ihr sehen, ob es geklappt hat. Also echt, ist schön in dem Rot eigentlich. Es ist ein schönes Auto, muss man schon sagen. Ja. Aber man merkt schon, es hat schon auch echt ein paar Struggle, sich so ein altes Model S zu kaufen. Ja, das ist halt wirklich Beta, Beta, Beta in ganz vielen Punkten auch für Tesla noch gewesen. Ich meine, es ist ja immer noch so. Also beim Model 3 hast du ja auch noch Sachen, die noch nicht ganz perfekt sind. Das war bei den alten Model S nur noch schlimmer. Aber ey, da fällt mir gerade ein Thema, über das wir ja auch noch sprechen können. Neues Model S. Hast du die Leaks gesehen, was die Software angeht? Oh, ich habe, glaube ich, ein Bild auf Twitter gesehen, dass die das jetzt neu designen, ne? Naja, kann ich dich auch mal ganz kurz up-to-date halten. Ansonsten, Leute, wenn ihr das auch sehen wollt, schaut euch das einfach mal bei Google an. Model S Software Leak. Da sind ein paar Bilder durchgesickert. Und ja, es scheint so, als ob sie jetzt bei dem neuen Model S nicht einfach nur die Model 3 Software drauf machen oder die Software vom alten Model S und call it a day. Nee, die gestalten das ganze Ding komplett um und machen so ein super minimalistisches Flat Floating Design, das aber voll geil aussieht. Also ich persönlich bin richtig hyped und bin sehr gespannt, ob diese Art von Software dann auch noch den Weg zum Model 3 findet. Weil das Schöne ist ja, du kannst ja die Over-the-Air-Updates bei Tesla easy machen. Und wenn sie sagen, hey, wir machen jetzt neue Software-Versionen für alle Autos, dann gibt's die halt für alle Autos. So wie wenn dein altes Handy nochmal iOS 5 Millionen bekommt und auf einmal wieder alles neuer und frischer und geiler aussieht. Und ich bin da sehr hyped. Ja, also ich muss sagen, ich finde, das sieht schon so ein bisschen wie iOS aus, oder? Findest du nicht? Ja, es sieht in gewisser Hinsicht ja. Aber es ist auch generell einfach dieses Flat-Design, was sich sehr auch bei Android hat sich das ja auch sehr durchgezogen. Ja, so, aber dass es mehr und mehr dahin geht. Es sieht ja mehr jetzt so danach aus, dass es dann einzelne Raster gibt quasi. Mhm. Und nicht mehr so, also beim aktuellen Design ist es ja so, dass es wie so ein Overlay immer ist, was so ein Fenster, was sich so oben drüber legt. Das ist jetzt eher so ein Kacheldesign, so ein bisschen der Windows-Phone-Ansatz. Was ich aber nicht verkehrt finde, weil ich sag dir ganz ehrlich, die Kacheln waren das Geilste an Windows-Phone. Ja, das also einzige Geile, könnte man sagen. Aber gut, da wollen wir jetzt mal nicht zu gemein werden. Ich fand die App-Auswahl auch echt sehr prickelnd. Weißt du. Ganz, 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 ganz mies. Aber ja. Digi, dann lass das Tesla-Thema noch abschließen, weil ich glaube, du wolltest noch was zum Fahrwerk sagen, genau. Oder? Genau, Fahrwerk, Riesenthema bei uns. Ich habe jetzt ein KW-Variante 3 in meinem Auto drin. Und der Weg, wie das passiert ist, auch super cool. Wir haben Kontakt hier in Leipzig mit zwei Jungs von einer ganz frisch gegründeten Firma. Die nennen sich Silent Drive. Und die wollen quasi einen Online-Shop und Komplettplanung für Elektroauto-Tuning machen. Also die Idee ist quasi, wenn du dein Elektroauto tunen willst in irgendeiner Art und Weise, melde dich bei denen. Sag denen, was du willst. Die organisieren alle Teile, kümmern sich darum, dass alles vernünftig eingetragen wird, alles passt.
suchen die passenden Werkstätten und so, die das machen können. Also die machen quasi die ganze Organisation. Weil gut, bei Fahrwerken ist jetzt mit Eintragungen so jetzt nicht so schwer. Aber gerade wenn es in Richtung Bodykits geht oder Felgen, gerade weil ein Tesla ja auch nicht das leichteste Auto ist mit der riesen Batterie drin, dass die Traglasten stimmen und so weiter und so fort, da sind die voll dick drin. Und unser erster Coup zusammen war jetzt halt Model 3 Fahrwerker irgendwie an Start zu kriegen. Und KW, einer der größten Fahrwerkhersteller überhaupt so, zumindest für Performance-Fahrwerke, hatte schon mit denen vorher Kontakt, die kannten sich irgendwie über ein paar Ecken, dann haben die organisiert, dass KW tatsächlich ein Fahrwerk für mein Model 3 gestellt hat und wir die besuchen konnten, um uns auch anzuschauen, wie die hergestellt werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Julia, ich hätte nie in meinem gesamten Leben gedacht, dass Fahrwerke, Sportfahrwerke zum Nachrüsten so ein Riesenbusiness sein können. Weißt du, ich denke, die allermeisten Leute, die ich mir so vorstelle, kaufen sich ein Auto, da ist ein Fahrwerk natürlich drin, weil sonst fährt's nicht, und dann fahren die das, bis das Auto wieder wegkommt. So, Leute, die sagen, ich gebe tausende Euros aus, um mein Fahrwerk zu ändern, dachte ich immer, sind ein paar wenige. Aber das ist zu cool. KW, die sitzen so tatsächlich bei mir in der Heimat im Schwabenländle, einfach in so einem Dorf, und sind so ein Riesenkonzern, der sich über die Jahre immer vergrößert hat. Die haben irgendwie in den 80ern oder so, glaube ich, angefangen in so einem Hühnerstall. Also der Gründer hat in so einem Hühnerstall von seinen Eltern angefangen, Fahrwerke für irgendwelche Golfs und so selber zusammenzuschrauben. Und es hat scheinbar so gut funktioniert, dass die immer weiter expandiert haben. Und es ist super lustig, wenn du dir dieses Firmengebäude anschaust oder Gelände, es sind mehrere Gebäude, dann siehst du, weil die immer noch an diesem Hühnerstall sind, wie die aus dem Hühnerstall rausgewachsen sind. Also das ist wirklich, es ist so, neben dem Hühnerstall ist so ein Anbau, dann ist da nochmal irgendwie so ein Haus daneben, so ein relativ, ein etwas älteres, sage ich jetzt einfach mal, was ihr erstes Headquarter war, dann haben die da noch ein Lager dran gebaut, da haben die gemerkt, reicht nicht, daneben noch eine Produktionshalle, und jetzt im Endeffekt hängt ganz am Ende noch so ein riesen fetter Glaskasten, weißt du, so hochmodern dran, und es ist einfach super lustig, wie so von Hühnerstall zu größer, zu größer, zu größer, zu Glaskasten, und bis auf den Hühnerstall benutzen die alle Gebäude noch, also ihr erstes Gebäude ist auch bis heute noch besetzt. Die haben da jetzt so eine Firma drin, die so Racing Seats macht, weißt du, so Simulatoren mit so Ultrawide und einem richtigen Lenkrad, das dir Feedback gibt, und Schaltpedals und so einem Sitz, der auf so einer Hydraulik sitzt, dass der sich quasi mitbewegt. Das ist halt so für Training oder E-Sports hauptsächlich gemacht. Also es macht auch Spaß, einfach so mit denen zu zocken. Aber ja, ich bleibe mal beim Thema Fahrwerke. Wir haben danach nämlich eine Führung bekommen, und es ist so wild, sich diesen ganzen Prozess einfach mal anzuschauen, wie die aus Rohmaterialien, also wir bekommen einfach festes Aluminium und so geliefert, so Rohre, und bauen dann daraus die Fahrwerke mit Fräsmaschinen und Schweißungen und hier und da, und hast du nicht gesehen, die haben so ein riesiges Lager, ich weiß nicht, ob du schon mal so Videos gesehen hast von so automatisierten Lagern, wo dann so Skateboards so auf so Schienen da quasi so lang schießen und dann die Lager aufräumen und da die Bestandsteile hin und her bringen. Das war so verrückt zu sehen. Lackiererei von den Federn und so weiter und so fort. Endmontage, Marketing. Das ist ein riesiges Ding. Und ich habe auch echt viel über Fahrwerke gelernt. Also davor habe ich mir gedacht, so ja, ist halt so ein Dämpfer, ne? Damit das Rad sich rauf und runter bewegen kann. Jetzt weiß ich, es gibt riesige Qualitätsunterschiede zwischen normalen Fahrwerken, die einfach irgendwo in ein Auto eingebaut werden, dass sie fahren, und Fahrwerken von Leuten, die halt wirklich nichts anderes machen als Fahrwerke. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, für dein Model 3 macht das wirklich ultra viel Sinn. Das ist ein riesiger Unterschied. Also, du musst dir vorstellen, mein Auto, bevor ich das Fahrwerk eingebaut habe, das immer so ein bisschen gehüpft. Ja, also wenn da irgendwo eine Bodenwelle oder so auf der Autobahn ist, direkt so hüpfst du da in der Gegend rum. Und wenn du das auch mal einseitig belastest, weil du irgendwie durch eine Kurve fährst oder bremst oder so, dann ist das Auto immer so doll ins Wanken geraten, dass du einfach kaum noch Grip hattest. Also jetzt im Nachhinein dran zu denken, wie das Auto eigentlich das letzte Jahr über gefahren ist. Das ist jetzt schon eingebaut. Ja, ja, ich habe jetzt das Fahrwerk schon drin, und ich habe es jetzt seit einer Woche ungefähr getestet schon.
Und es ist wirklich, das Auto fährt so viel sicherer, so viel stabiler, so viel bequemer. Weißt du, es ist sportlicher, unkomfortabler zugleich, ganz seltsam. Und was die ganzen Umweltfreunde freuen wird, es verbraucht auch weniger. Ja, also man verbraucht weniger, wenn man mit dem KW-Fahrwerk fährt. Weil das Auto ist jetzt tiefer, das heißt, der Luftwiderstand ist reduziert und dann kommt man weiter. Es sei denn, man passt natürlich seinen Fahrstil an die neuen Fahreigenschaften an, dann doch nicht. Aber ja, und nur mal so aus Interesse, was wird dann aus dem alten Fahrwerk? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mein altes Fahrwerk behalte. Also das liegt jetzt bei mir im Keller aus folgendem Grund, ganz einfach. Wenn der Tag kommt, wo ich mein Model 3 wieder verkaufe, muss ich ja eh ziemlich viel rückbauen. Da muss erstmal diese Spaceship-Folierung ab und so weiter und so fort. Also da muss er erstmal das Auto wieder zurückbauen. Dann baue ich natürlich auch das KW-Fahrwerk wieder aus, weil das Fahrwerk ist ja noch gut. Und wenn ich dann sage, ich kaufe wieder ein Model 3 oder wie auch immer, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt kein Interesse daran, mein Auto morgen abzugeben. Also ich will das eigentlich noch ein Weilchen fahren. Aber man weiß ja nie, was passiert. Aber ich würde dann halt das KW-Fahrwerk ausbauen und in meinem nächsten Auto wieder einbauen. Sofern es passt. Also wenn es wieder ein Model 3 ist, klar passt es auf jeden Fall. Aber ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes außer wieder ein Model 3 oder ein anderer Tesla wird. Ich glaube, ich fahre jetzt mein restliches Leben lang Tesla. Das ist eine krasse Aussage. Mal gucken, ob das so bleibt. Naja, ganzes Leben ist natürlich wieder die typische 30% Felix-Bar-Übertreibung, aber in nächster Zeit auf jeden Fall. Weil, ich sag mal so, mich catcht halt dieses Software-Thema anders. Also ich finde das richtig cool, was Tesla da alles macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller demnächst um die Ecke kommt, der in dem Gebiet spannender ist als Tesla. Ja, und geht das, also, sorry, nee. Nochmal zum Fahrwerk. Ich habe nochmal eine Fahrwerkfrage. Ich bin jetzt Fahrwerkexperte, so halber. Also ich glaube, echte Fahrwerkexperten würden mir den Kopf abreißen. Aber ich habe schon viel auch dann vor Ort gefragt und gelernt. Okay. Ja, kannst du denn das Fahrwerk auch in anderen Modellen verbauen? Also, ein Fahrwerk ist ja eigentlich ein ganz normal einfach ein Bauteil, dieser Federarm und alles, was dazugehört, so was halt in einem Auto verbaut ist. Klar ist, ein VW-Up wird nicht dieselbe Größe und Abmessung als Federarm haben, wie jetzt ein Cybertruck oder so. Ja, da ist dann ein viel größerer Arm drin. Ist ja vollkommen klar. Und auch die Form, so wie lang die genau sind und so, unterscheidet sich von Automodell zu Automodell. Also ich werde jetzt nicht mein Fahrwerk nehmen können, zu irgendeinem x-beliebigen Golf hingehen und sagen, ich baue das jetzt da ein. Das würde einfach von den Schrauben und so wahrscheinlich nicht passen. Aber prinzipiell dieser Grundaufbau, was für eine Art von Fahrwerk das ist ja dann relativ anpassbar. Also wie du dann die Mounts am Ende dran schraubst, das ist dann pro Modell unterschiedlich. Und bei KW ist es einfach so, die stellen halt diese Fahrwerke her und dann schweißt der eine halt die Variante für den Golf, der andere schweißt die Variante für einen AMG C63, der andere schweißt die Variante fürs Model 3. So, und dann kommen halt werden halt die Fahrwerke hergestellt in der Menge, wie die auch bestellt werden. Also rein theoretisch meinten die, das ist aber jetzt keine offizielle Aussage, sondern so nur vom Ding her so, es wäre möglich, innerhalb von einer halben Stunde ungefähr alle nötigen Teile aus dem Lager zusammenzusuchen, ein Fahrwerk zu montieren, zu verpacken und loszuschicken, wenn eine neue Bestellung reinkommt. Aber die haben natürlich einen Backlog an aktiven Bestellungen, die erstmal verarbeitet werden, also in Wahrheit ist es nicht so, dass du auf Bestellen drückst und eine halbe Stunde später ist dein Fahrwerk gebaut, sondern das muss ich dann erstmal in Reihe anstellen. Aber so ungefähr musst du dir vorstellen. Die haben halt diese ganzen Einzelteile, die fräsen, packen die ins Lager und wenn dann ein Fahrwerk bestellt wird, dann wird es genau so zusammengesetzt, wie es für zum Beispiel dein Golf oder dein so oder dein wie auch immer passt. Okay, aber das wäre jetzt die Frage gewesen. Für so ein Business ist es ja auch wichtig, dass sie nicht alles immer komplett maßschneidern müssen, sondern dass sie sich das irgendwie so zusammenbauen können. Das ist auch sehr unterschiedlich. Also die haben Fahrwerkmodelle, die sich extrem oft verkaufen. Okay, machen wir eine kleine Quizfrage. Was glaubst du, ist das meistverkaufteste Fahrwerk von KW? Für welches Auto verkaufen die am meisten Fahrwerke? Golf. Tja, habe ich auch gedacht, ist aber nicht mal in den Top 3. Platz 1. Okay, warte, lass mich noch mal. Nee, warte. Ah? So ein Audi? Fast, nicht wirklich.
Aber du denkst in eine halbwegs korrekte Richtung. Ich hätte jetzt an sowas gedacht wie so einen A6 oder sowas. Oder so. A6? Ja, oder R ist S6. Ja, aber RS6 kommt nicht so häufig vor. Also du bist schon richtig in der Annahme, dass es ein deutscher Hersteller ist, auch in der Annahme, dass es ein Premium-Hersteller ist und dass es ein sportliches Auto ist. Aber welches Auto von einem deutschen Premium-Hersteller wird wahrscheinlich in einer höheren Stückzahl verkauft als ein RS6? Ja, also deswegen habe ich ja A6 gesagt. Ja, aber das ist ja nicht mehr sportlich. Also schon ja, aber wenn du ein KW-Fahrwerk bei dir einbaust, dann... Okay, dann ein A3 S3 oder sowas. Okay, ich sag's dir einfach, ist ein BMW M2. Okay. BMW M2 macht eigentlich auch Sinn, wenn du drüber nachdenkst. Ja, weil der stimmt. M2 ist ein sportliches Auto, das verhältnismäßig günstig ist. Und es wird viele Leute geben, die sagen, ich will ein geiles Auto fahren, ich hab Bock drauf, so Autos geben mir was, die sich dann ein M2 holen und dann irgendwann später, so ein Jahr später oder 2 Jahre später, wenn sie wieder neues Geld auf dem Konto quasi haben, sagen so, okay, komm, jetzt noch das Fahrwerk. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, dass ein M2 schon noch eher ein selteneres Auto ist. M2 wird locker deutlich häufiger verkauft als RS6. Also würde mich nicht wundern, wenn der mindestens 4-mal so häufig verkauft wird. Als RS6 schon, ja klar, aber... Ja. Weißt du, wenn du halt so aufs Straßenbild guckst, würde ich immer noch sagen, dass ein M2... Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, dass ich ja nicht gefragt habe, welches Auto verkauft sich am meisten, sondern für welches Auto verkauft sich das Fahrwerk am meisten. Ja, aber ich... Nee, weißt du, mein Gedanke war halt, dass es locker viele Leute gibt, die einen Wagen nehmen, der nicht ganz so sportlich ist, der aber häufig verkauft wird, um den dann sportlicher zu machen. Und deswegen hatte ich halt dann sowas wie ein A3, A6 oder irgendwie sowas gedacht. Ja, aber ist ja nicht komplett, also so M2 ist ja wenigstens grob eine ähnliche Richtung, sag ich mal. Ja, okay. Aber gut, interessanterweise, zweitmeistverkauftes Fahrwerk ist ein J-Car, also so ein japanischer Van. Kannst du mal gerade kurz googeln, das fand ich super lustig. Das muss ich mir gerade hier, Toyota Alphard, A-L-P-H-A-R-D, Alphard. Das ist, okay. Das ist das zweitmeistverkaufte Fahrwerk von KW. Ja, in Japan ist dieses Auto anders beliebt. Das ist wirklich ganz anders beliebt und vor allem unter Tunern. Und die wollen ihren Toyota Alphard tiefer legen. Und wenn sie dabei sind, soll er auch gleich direkt besser fahren. Deswegen. Also ihr müsst euch das wirklich, Leute, Toyota Alphard könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie wenn eine V-Klasse von Mercedes in der Wäsche eingegangen wäre. So, also so ein ganz mini Kleinbus. Ja. Super kantig. Also das Ding ist halt, es gibt halt in Japan so Größenabmessungen, die vorgeschrieben sind für bestimmte Autos, die haben dürfen. Und diese J-Cars, die sind dann halt einfach so groß gebaut, wie es nur geht, um in diese Abmessungen reinzukommen, aber immer noch den maximalen Platz zu bieten. Deswegen sehen die so gepresst aus. Und die sind wirklich in Japan super beliebt und auch in der Tuning-Szene, deswegen zweitmeistverkauftes Fahrwerk. Und drittmeistverkauftes tatsächlich Tesla Model 3. Krass. Ja, aber das wahrscheinlich, weil das... Weil es so notwendig ist, ja, weil das Stock-Fahrwerk so scheiße ist. Krass, aber spannend auf jeden Fall. Naja. Also ich hat da auch viel gelernt, hat mir viel Freude gemacht. Es gibt auf jeden Fall noch auf dem Felix-Bar-Kanal ein Video dann dazu. Vielleicht schon online, wenn ihr diesen Crewcast hört. Vielleicht noch nicht. Will nichts versprechen, aber ich bin dran. Nice. Ja, ich würde sagen, das war schon ein guter Happen von unserem Crewcast. Heute wird's gar nicht so lang, oder? Nö. Ach, 45 Minuten haben wir aber auch schon ungefähr. Ja. Bisschen gequatscht. Ist ja auch okay. Ich habe noch 2 Kommentare, glaube ich, rausgesucht, die ich noch ganz spannend fand. Ja. Yeah. Warte, ich muss ihn mal hier gerade nach Datum sortieren, bitte. Ja, da. Also, denn wir hatten es ja letztes Mal darum, dass du, wir sind immer noch bei Tesla, sorry Leute, heute sehr Tesla-lastig. Ausnahmsweise heute mal ein bisschen Tesla-lastig. Und zwar hattest du ja erzählt, dass du ein Angebot für dein Model 3 bekommen hast, ne?
Yes. Oder dass gefragt wurde von Tesla, hey, möchtest du dein Model 3 nicht wieder verkaufen und dir einen neuen kaufen? Mhm. So, und da hat jemand ein spannendes Kommentar zugeschrieben, und zwar The Beautiful World of Self-Driving Cars. Ja, ist ein geiles Thema. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, okay. Weil gab da einige Entwicklungen auch in letzter Zeit. Okay. Alles klar, okay. Er hat geschrieben, wegen deinem Model 3 Angebot. Tesla verkauft die gebrauchten Model 3s dann im EU-Ausland. Dort können sie deutlich teurer verkauft werden. Dort spielt nämlich die Prämie keine Rolle. Das Model 3 ist in Deutschland sehr günstig im Vergleich zum EU-Ausland. Ich habe mein Model 3 Long Range aus dem Jahr 2019 mit 35.000 Kilometer im Januar privat nach Finnland verkauft und auch immer noch 48.000 Euro dafür bekommen. Nur zur Erinnerung, das kostet ja 50.000. Ja, oder? Kostet 50.000 ja, aktuell. So, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, es war, glaube ich, 2019 teurer, als er es gekauft hat. Aber aktuell kostet es 50.000 und dann geht auch die Prämie ab. Also er hat jetzt 48.000 dafür bekommen mit 35.000 Kilometern. Weiter geht's. Hab dann einen neuen Model 3 Performance bestellt, was halt nach der Umweltprämie nicht wirklich viel teurer als mein 2 Jahre gebrauchter Long Range war. Also er hat's quasi so hochgetauscht dadurch. Aber in Finnland kostet ein Model 3 halt auch 65.000 Euro. Und da sind die Gebrauchtwagenpreise dann dementsprechend auch teurer. Das ist anscheinend so ein bisschen, ich habe das auch noch bei 2 anderen Kommentaren, glaube ich, gelesen, dass die dann echt ins EU-Ausland verkauft werden. Ja. In den meisten Fällen. Ja. Ja. Also das Ding ist, was Tesla da macht, ist im Endeffekt Ausnutzen vom deutschen Umweltbonus. Die nehmen quasi staatliche Förderung und exportieren die ins Ausland. Anders kannst du es nicht sagen. Also es ist so, Tesla denkt sich, ey, wenn wir in Deutschland 10.000 Rabatt auf unsere Autos bekommen, wieso nicht davon profitieren? Also Auto einmal in Deutschland verkaufen mit Umweltbonus, dann direkt nach 2 Monaten den Käufer anrufen, fragen, ob er es nicht direkt wieder verkaufen will, dann kannst du das ins Ausland verkaufen, auch wenn die das einziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Teslas Angebot wahrnehme und die sagen, ja, sie geben mir noch mal irgendwie 47.000 oder so war, glaube ich, das Angebot für mein Auto, dann geht das ja zurück an Tesla und die verkaufen das dann auch gebraucht im Ausland. Und ich kaufe ja wieder Neues in Deutschland, also ziehe ich mir wieder den Umweltbonus. Im Endeffekt bezahlt also der Staat Gewinn für Tesla. Krass, ne? Ja, das ist eigentlich eine Schweinerei, wenn man es so nimmt. Also es ist halt wirklich deutsche Förderung, die da ins Ausland verloren geht. Es gab auch schon einige Beschwerden dann gegenüber der Politik, dass Leute gesagt haben, so geht das nicht. Aber es gab auch dann von den entsprechenden Regierungsverantwortlichen schon Feedback, dass man sagt, man duldet das einfach. Also es gibt da keine Motivation, das zu unterbinden. Das wird hingenommen nach dem Motto, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, moin. Ja. Okay, lass es mal durchspielen. Du kaufst ein Model 3 für 50.000 Euro, fährst es 30.000 Kilometer. Ich kaufe, also was hast du? Genau, ich sage mal, 50 kostet es, für 40 kaufe ich es, weil ich habe ja Umweltbonus. So, genau, wenn ich es jetzt vor nur einem halben Jahr gekauft hätte, hätte ich ja Umweltbonus schon gehabt. Mhm. So, habe ich gekauft, 50 kostet es, ich habe 40 bezahlt. Dann fahre ich das, dann kommt Tesla und sagt, super geil. Schau mal, wir bieten dir 40 für dein Auto, genau was du bezahlt hast. Und wenn du einen neuen kaufst, kostet der dich ja wieder 40, eigentlich 50, aber nochmal 10.000 Umweltbonus weniger. So, das heißt, du kannst für no cost at all ein neues Auto bekommen. Wieder mit 0 Kilometern, jetzt vielleicht sogar das Facelift, wenn du noch Pre-Facelift gekauft hast. Nagelneues Auto für lau, ist doch geil. Dann sagst du, ja, mach ich. Und dann nehmen die deinen Gebrauchten und verkaufen den halt im Ausland für über 40.000, weil er dort mehr wert ist wegen dem Umweltbonus. Ja, das ist krass. Würde ja in Deutschland niemand 45.000 für ein gebrauchtes Model 3 bezahlen, wenn das neu 50 kostet, weil neu kostet es nicht wirklich 50, sondern 40 wegen dem Umweltbonus. Also du würdest ja für einen Gebrauchten nicht mehr zahlen als für einen neuen, wenn du den Umweltbonus nochmal mit nutzen kannst. Ja, aber also das Ding ist halt, es ist aber nicht nur für Tesla geil, sondern auch für den Verkäufer. Welchen Verkäufer? Ja, also dich dann in dem Fall. Du verkaufst ja dein Auto. Du, für mich persönlich ist das mega geil. Ja. Ja. Also es ist ja nicht nur, dass Tesla den Umweltbonus ausnutzt, sondern
du würdest, also wenn du es machen würdest, würdest du ihn ja quasi auch. Man kann schon sagen, dass Tesla davon mehr profitiert als ich. Also ich bekomme ein nagelneues Auto, klar, ist schön und gut, aber für Tesla ist das ja ein viel größerer Coup als für mich. Für mich ist das einfach nur geil, ich habe einmal bei einem Autokauf ein paar tausend Euro gespart, voll nice. So, für Tesla ist das ja ein Riesending. Die ziehen da ja die Strippen, die schippen da die Autos hundertfach ins Ausland. Ja, und jedes Mal, wenn die das machen, springt bei denen Geld rum und sie verkaufen ja noch ein extra Auto. Weißt du, das ist ja, wenn die das machen, echt, das gibt ja noch mal ein zusätzliches Auto, was auf den Markt geschwemmt wurde. Ja, und das hat ja auch noch mal Gewinn. Also wenn sie jetzt zum Beispiel dann das neue Model 3 verkaufen an dich, ist da ja auch schon wieder also Gewinn für Tesla mit drin. Und sie machen noch mal, also natürlich, die profitieren schon mehr davon. Ja, ja, auf aber jeden Fall. Aber es ist halt schon eine Situation, wo halt du als Tesla-Besitzer auch von profitierst, weil du halt ein neueres Auto, dann noch Facelift, ein besseres Auto. Das hat mit Tesla an sich nichts zu tun. Jeder Elektroautokäufer profitiert davon. Wenn du jetzt vor einem halben Jahr einen EQC gekauft hast oder einen Audi e-tron, ist das genau dieselbe Kiste. Klar, Audi oder Mercedes weiß jetzt nicht, inwiefern die Autos zurückkaufen, aber auch bei Tesla. Ich bin ja nicht gezwungen, das Tesla zu verkaufen. Ich kann es auch machen wie der Kommentarschreiber und das Auto privat nach Finnland oder Norwegen oder so schieben. Mhm. Ja. Da würde man wahrscheinlich sogar noch mal mehr bekommen, als wenn man es an Tesla verkauft. Ich habe am Supercharger jemand getroffen neulich, der meinte, er hat irgendwie, ich glaube, 3.000 Euro Gewinn sogar gemacht mit der Aktion. Also er hat sein Auto nach Finnland auch verkauft gehabt und dann dasselbe Auto in derselben Konfiguration noch mal neu bestellt und ist mit 3.000 Euro mehr aus der Kiste rausgegangen. Alter, das ist ja pervers. Das ist ja echt pervers. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum die Gebrauchtwagenpreise auch in Deutschland für die Model 3 so hoch sind. Weil es war so absurd hoch, dass sie quasi direkt unterm Neuwagenpreis sind. Und da habe ich mir schon gedacht, wie kann das sein? Wer gibt in Deutschland das Geld dafür aus? Aber wahrscheinlich sind das dann Leute aus dem Ausland, die sich das Ganze dann privat kaufen. Krass. So ist es. Hat mich auch ein bisschen vor ein Dilemma gestellt. Aber auf der einen Seite, mein Auto hat jetzt 60.000 Kilometer runter. Ich habe auch schon ungefähr 8% Batterieverlust. Mhm. An der Stelle muss man vielleicht dazu sagen, das ist nicht normal. Also mit so einem Kilometerstand schon so viel Batterie verloren zu haben, das passiert nur, wenn man so behindert ist wie ich. AKA das Ding durch einen Schneesturm jagt und dann Autobahnhopping von Supercharger zu Supercharger mit 200 km/h aufwärts. Das ist nicht normale Use Case. Also ich habe mehr Akku Ladezyklen bei meinem Akku durch, als die meisten Leute mit dem Kilometerstand hätten. Also 8% Batterieverfall, damit würde ich vielleicht bei einem durchschnittlichen Model 3 Käufer vielleicht nach 120.000 Kilometer oder so rechnen. Nicht nach 60.000. Aber bei mir ist es halt so, schade Schokolade, aber ich sehe es jetzt auch nicht ein, weniger Spaß mit meinem Auto zu haben, nur weil es sich abnutzt. Und mit 92% Akku kommt man immer noch sehr, sehr weit. Und es lädt auch noch super schnell. Also Ladespeed wurde bei mir noch nicht gedrosselt oder so. Und ich könnte jetzt halt auf ein neues Auto upgraden. 0 Kilometer, 100% Akkukapazität, Facelift, ja. Bessere Dämmung, das Auto ist leiser, wenn du drin fährst. Ja. Automatische Heckklappe, Wärmepumpe, geringerer Verbrauch, so viele Dinge. Ist noch mal 0,1 Sekunde schneller von 0 auf 100 sogar, weil sie die Performance von Performance verbessert haben. So, das sind alles solche Dinge. Und wenn ich das über Tesla mache, klar müsste ich ordentlich draufzahlen, weil ich halt meinen Autopilot nicht wiederbekomme vom Geld her. So, Tesla zahlt für. Ach, der ist nicht deinem Account zugebunden? Nee, der ist dem Auto zugebunden. Das heißt, wenn ich ein neues Auto kaufe, müsste ich auch den Autopilot noch mal kaufen. Okay, aber derjenige, der das Auto dann wieder kauft, der hat dann auch den Autopiloten. Ja, genau. Okay, genau. Also das ist so das Ding. Wenn ich nach Finnland verkaufen würde auf privaten Wege, dann würde ich vielleicht 0-0 rauskommen. Aber jetzt denke ich mir halt so, gut, ein Auto verkaufen, das ist nicht eine Sache, das mache ich per Knopfdruck. Da muss ich mich drum kümmern, einen Käufer finden, das Auto überliefern, abmelden, das neue anmelden, zur Zulassungsstelle, ein Kennzeichen organisieren und. Das ist ja alles Aufwand. Ja. So, den würde ich mir an die Backe binden und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich hatte jetzt echt das Gespräch schon mit einigen, weil mir auch viele Leute gesagt haben, ey, mach das doch, ist doch voll geil für dich.
ich habe einfach eine emotionale Bindung zu meinem Auto. Verstehst du, was ich meine? Selbst wenn ich dasselbe Auto in derselben Spezifikation in neu hätte, wäre es irgendwie nicht mehr mein Auto. Das wäre nicht mehr das Auto, mit dem ich bis zum Nordkap gefahren bin. Verstehst du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ah, nee, und deswegen fällt mir das zurzeit richtig schwer, gerade jetzt, wo ich anfange, ein paar Modifikationen an dem Auto zu machen, fahre ich mich ja auch so ein bisschen in so eine Sackgasse, wo ich erstmal wieder rückwärts rausfahren müsste, wenn ich das Auto verkaufen will. Also ich müsste ja dann erstmal die Folierung wieder ab und Fahrwerk wieder ausbauen und Dachhimmel wieder umtauschen und so, weil ich ja nicht einfach ein gemoddetes Auto verkaufen kann. Klar, aber du hast das Angebot doch schon bekommen, bevor du das Fahrwerk jetzt getauscht hattest. Nee, das war eine ich hatte das Angebot bekommen, habe mich trotzdem dazu entschlossen, das Fahrwerk erstmal einzubauen. Weil das war schon geplant mit dem Fahrwerk und da wollte ich dann einfach rein. Wie viel hat dir Tesla geboten? 47, glaube ich. Ja, okay, das wäre echt einfach ein kostenloser Tausch für dich, ne? Wenn ich es bei Tesla mache, nein, dann zahle ich, glaube ich, insgesamt 12.000 Euro Aufpreis, wenn ich wieder Full Self-Driving nehme. Ah ja, okay, ja, mit dem Autopiloten wird ein Schuh draus, ja. Und 12.000 Euro ist schon auch noch eine Menge Geld, aber klar, ich würde halt von 60.000 Kilometer wieder auf null runter, von 8% Akkuverlust wieder auf 0% Akkuverlust, sind schon ein paar Sachen, das ist natürlich nice. Ja, aber das mit dem Autopiloten schmerzt schon, ey. Das ist schon... Ja, ja, ich meine, ich denke mir halt, am Ende des Tages ist es so, wenn ich das jetzt in einem Jahr mache, funktioniert das noch genauso wie jetzt. Weil der Umweltbonus gilt noch ganz 2021, wenn ich richtig informiert bin. Also ich könnte mich jetzt auch im Dezember noch dazu entschließen, so einen Swap zu machen. Ja. Und bis dahin werde ich auf jeden Fall meins erstmal haben. Aber ich sehe es, weißt du, irgendwo... Ich meine, es ist natürlich geil für mich, so neues Auto gekauft, geil, hier wieder Swap, tauscht dies, das. Aber ich denke mir auch, das kann auch nicht im Sinne der Umwelt sein und im Sinne der Elektromobilität, einfach alle 50.000 Kilometer direkt ein neues Auto zu bestellen und das eigene dann im Zyklus nach unten zu treten. So, ich habe das gekauft, das Auto ist gut, ich mag mein Auto, ja. Ich habe jetzt... Also so rein emotional denke ich mir, das Ding jetzt noch 3-4 Jahre fahren, da sehe ich mich ehrlich mit. Das bekommt ja Software-Updates. Da passieren ja noch viele Dinge. Und wer weiß, vielleicht bringt Tesla ja irgendwann ein Model 3 mit 100 Kilowattstunden Akku raus. Oder ein Model 3 Plaid mit 3 Motoren, das abgeht wie diese ganz andere Rakete. Und wenn die Akkupreise und so weiter sinken, so wie sie es tun, dann ist es auch nicht verkehrt zu denken, dass ich auch in 3 Jahren einen Swap machen kann, wo ich mir dann denke, ey, dann upgrade ich da auf ein neues Auto und hab dann auch einen richtigen Sprung. Nicht kleine Verbesserungen, sondern dann mal ein ordentlicher Jump. Weißt du, das ist wie die Diskussion, jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen? Nein, brauchst du nicht. Du kannst auch einfach ein paar Jahre warten und dann gleich eine ganze Handvoll neuer Features mitnehmen. Ja, also das ist schon true. Ich glaube, viele würden sich da anders entscheiden wie du, weil es natürlich schon verlockend ist. Aber jetzt bei deiner Situation, dass du 12.000 draufzahlen müsstest und auch noch das Fahrwerk ausbauen musst und dann es halt sei tauschen natürlich, musst. Natürlich, ich verkaufe ins Ausland, dann ist es finanziell noch lukrativer, aber auch mehr Abfuck an der Backe. Und selbst ja, wenn ich an Tesla verkaufe, ist mit ummelden und neues Kennzeichen beantragen und dies und das und neu versichern und also so ein Auto wechseln, das ist halt nicht wie hier hast du die Schlüssel zu meinem alten, hier sind die Schlüssel für dein neues, viel Spaß. Da hängt halt auch Bürokratie dran. Ja, aber jetzt mal im Ernst, das... Digga, also... Jonah hat eine Woche gebraucht, um sein Auto zuzulassen. Er war 3-mal bei der Zulassungsstelle in Leipzig. Weil die immer so, ja, wir machen jetzt gerade wegen Corona keine Termine. Und jeder muss auch einzeln in den Raum irgendwie kommen, dies, das und mit Abstandsregeln und keine Ahnung. Er war auf jeden Fall 2-mal bei der Zulassungsstelle, saß eine Stunde im Wartesaal, musste dann wieder gehen, weil 12 Uhr jetzt Feierabend. Okay. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht kann man auch Online-Zulassung machen, dies, das. Aber ich denke mir halt so, ich liebe mein Auto. Ich habe diese emotionale Bindung zu dem Ding. Ich müsste jetzt mich mit so viel Zeug rumschlagen, nur um meinem Auto zu sagen, verpiss dich, ich ersetze dich jetzt mit einem Ding, das 10% besser ist als du. Weißt du wie? Ja, ja, das ist, es fühlt sich halt, es fühlt sich nicht wie so Verrat. Ja, ja.
Nee, also ich kann das schon verstehen. Und auch gerade jetzt mit dem Fahrwerk und dies und das ist es halt nicht so, wahrscheinlich nicht so easy, das eben zu tauschen. Ja. Also das geht schon. Also ein Fahrwerk kannst du ja easy auch ausbauen. Du musst es halt nur organisieren. Und ich denke, auch wenn es vielleicht finanziell nicht die beste Entscheidung ist, ist es zumindest emotional die beste Entscheidung für mich. Jetzt mit meinem Auto noch ein bisschen Spaß zu haben, das ein bisschen zu tunen, mit der Folierung und den Felgen und so weiter noch ein bisschen rumzualbern. Und wenn ich dann irgendwann, keine Ahnung, 150.000 Kilometer oder so auf den Hobel draufgefahren habe, dann denke ich wohl dann darüber nach, das mal zu wechseln. Mhm. Ja, aber spannendes Thema tatsächlich. Also aus diesem Kommentar hat sich ja noch einiges entwickelt, muss man schon sagen. Okay, warte mal, ich habe noch ein weiteres. Alter. So. Genau, und zwar geht es jetzt nochmal um die Geschichte mit den Maltesern. Kannst du dich noch dran erinnern? Yes, klar. Genau, da war ja die Frage... Ich glaube, jemand ist bei dir hat an der Tür geklingelt und hat dann so einen Stress gemacht, dass er eigentlich eine Spende haben will, und du hast dich gefragt, war das legit oder nicht? Weil er halt Druck ausgeübt hat, was so ein bisschen komisch war, und gesagt hat, so, ja, wenn du es jetzt noch direkt mir gibst, dann kriegen wir noch vom Start nochmal das Doppelte obendrauf, und dann lohnt sich das viel mehr, deswegen brauche ich jetzt von dir an der Tür quasi das Geld. Mhm. Und da haben viele geschrieben, also da gab es auch echt viele Kommentare zu, dass sie bei dem Punkt, ab dem Punkt, wo Druck ausgeübt wird, immer raus sind, und dass es da tatsächlich auch so Drückerbanden gibt, die sowas dann halt auch ausnutzen. Ist halt die Frage, ob das jetzt in diesem Fall wirklich so war. Das kann wahrscheinlich niemand richtig... Also da haben auch welche gesagt, du kannst bei den Maltesern auch anrufen und dann würden die das aufklären. Aber hier gibt's noch einen Kommentar, der es auch nochmal ähnlich wiedergibt, von Leo. Zu den Maltesern, das sind keine echten Malteser, sondern dritte Firmen, die Leute anstellen, die auf Provision Spenden sammeln. Sie sind aber immer noch von den Maltesern angestellt, indirekt, was zu kritisieren ist. Und dann hat sich da so ein Gespräch draus ergeben, und dann hat Sarah drunter geschrieben, gibt eine sehr gute Doku von Funk zu dem Thema Fundraising. Die Leute, die die Spenden eintreiben, arbeiten halt leider auch unter unwürdigen Bedingungen. Wer verdient, sind die Firmen, die Fundraiser beschäftigen. Und von den Spenden kommt abzüglich von Provisionen letztlich deutlich weniger bei den Organisationen an. Ja, genau. Okay. Kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen, so, wenn du so eine Spende einfach online rüber, fertig, aus, so per Überweisung, wenn da aber noch jemand dazwischen hängt, der dann noch hier dies und das und seine Provision haben will, und dann hängt noch eine externe Firma dran, gut, da hast du aus gutem Herzen vielleicht Geld hingegeben und am Ende des Tages nur irgendwelche Leute bezahlt, die nichts mit dir und dem Zweck, für den du gespendet hast, zu tun haben. Ja, genau, also deswegen kann man, glaube ich, nochmal so einfach als Message rausgeben, dass man bei sowas wirklich, sobald Druck aufgebaut wird, die Finger von lassen sollte. So. Dann kann man kann ja genauso gut sagen, vielen Dank, du hast mich da echt auf was aufmerksam gemacht, ich spende heute Abend online direkt an die Organisation, und dann machst du auch was Gutes. So, aber da bist du dann zumindest auf der 100% sicheren Seite, dass es dann auch ankommt. Du kannst ja auch was bei den Maltesern vor Ort spenden. Du musst es ja nicht direkt da machen. Naja, klar. Ja. Ja. Aber das war's soweit. Na, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, ne? Ja. Aber gut. Chilling Podcast. Wie gesagt, wir sind doch noch über eine Stunde gekommen, Brudi. Ja, wenn wir nicht irgendwie am Anfang noch mega lang rumgealbert haben, bevor wir losgelegt haben, dann steht jetzt eine 1 vorne dran. Steht eine 1 vorne dran, glaube ich auch. Und noch eine geile News, es hat bei mir auch easy geklappt jetzt bei meinem Aufnahmesetup. Es war das HDMI-Kabel, das war defekt. Oh, ich hoffe, du hast direkt weggeworfen. Ja. Weil das ist das Schlimmste. Ist echt schlimm. So ein HDMI-Kabel, das nicht worked. Und dann merkst du, es hat einen Wackelkontakt, egal, legst es in die Ecke, irgendwann greifst du es wieder, so 3-4 Monate später, du hast schon wieder komplett vergessen, dass dieses Kabel kaputt war. Ja. Und da hast du wieder einen Abfuck. Also lieber gleich in die Tonne mit dem Ding, neues bestellen, fertig, aus. Ist echt schlimm mit HDMI-Kabeln. Also Micro-HDMI ist echt ein Fluch. Ich sag's euch, Leute. Ja, ich bin froh, dass meine Kamera Full-Size HDMI hat. Es ist sehr verlockend. Wirklich sehr verlockend.
Ja, alles gut. Klar, Leute, aber ich hoffe, der Crewcast war für euch auch sehr verlockend. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder Felix? Ja, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.